Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sing meinen Song, das Tauschkonzert Box. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sing meinen Song, das Tauschkonzert Volume 7, das Ganze am 22. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist die siebte Staffel, die siebte Ausgabe von Sing meinen Song, alle Jahre wieder. Wir haben hier die Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Einmal hier aufschneiden. Und dann schauen wir mal rein. So, also, wir haben hier eine Box mit den ganzen Teilnehmern dieser Staffel drauf. Hier oben lesen wir einmal Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Dann haben wir hier eine Szene aus Südafrika, denn Michael Patrick Kelly ist ja wieder Gastgeber gewesen. Und die anderen Herrschaften und Damen waren bei ihm zu Gast in Südafrika. Die lehnen oder sitzen hier an diesem Pickup. Und wir haben hier die einzelnen Interpreten. Hier unten lesen wir auch nochmal die Namen. Also wir haben hier einmal Jan Plewka, dann Michael Patrick Kelly, Nico Santos, Ilsa De Lange, Max Giesinger, Lea und Motrip. Dann haben wir noch einen FSK 0 Sticker, bedeutet wir haben hier noch eine DVD drin. Und dann lesen wir hier noch den Boxinhalt. Limited Fan Edition mit allen Tauschsongs aus der TV-Show, DVD der Duette, Fanbuch, Poster und Bluetooth-Kopfhörer. Okay. Also, das alles erwartet uns hier. Das FSK 0 Logo hier ist Gott sei Dank mit einem Sticker gelöst worden. Bedeutet, wir können das hier wunderbar abmachen. So, von unten die Box in Weiß. Hier haben wir die ganzen Logos der Beteiligten und einen Barcode. Auf der rechten Seite Sing meinen Song, oben in Weiß. Und auf der linken Seite Sing meinen Song, weiße Buchstaben auf Schwarz. Auf der Rückseite ist die Box komplett schwarz. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, es ist eine Klappbox. Wir haben hier zum einen die Kopfhörer, die Bluetooth-Kopfhörer. Dann haben wir das Album an sich. Die DVD. Ein Poster. Die einzelnen Fotokarten. Und das Fotobuch. So, auch von innen die Box in Weiß, packen wir mal zusammen und zur Seite. Und dann schauen wir mal, was wir hier einzeln haben, denn ein Inhalt ist hier noch in Folie, und zwar das Album an sich. Werden wir auch mal hier rausholen. So, einmal hier aufschneiden. Wunderbar. Und dann schauen wir uns das mal an. So, also das ist die Deluxe Edition. Hier unten lesen wir es, Volume 7 Deluxe. Darunter nochmal die Namen, das Foto, das Cover, das gleiche wie auf der Box. Mit allen Tauschsongs aus der TV-Show. Auf der Seite Sing meinen Song, das Tauschkonzert Volume 7 Deluxe. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist und die ist echt sehr umfangreich, sehr lang. Denn wir haben hier insgesamt 3 CDs, auf CD1 21 Tracks, auf CD2 21 Tracks und auf CD3 8 Tracks. Also wenn wir das aufsummieren, 21 plus 41 sind 42, 21 und 21 sind 42, plus 8, 50. 50 Tracks, das ist echt eine Menge. Dann schauen wir mal rein. Als erstes haben wir hier das Booklet. So sieht das aus. Die ganzen Teilnehmer hier in diesem, ja, was ist das, in so einem Caddy oder Strandbuggy. Dann nochmal hier einzelne Porträtfotos und nochmal die Gruppe. Beschreibe, singe einen Song in 3 Worten, beste Zeit. Ah ja, genau, okay. Das gab es bei dem letzten Mal bei der Box zur 6. Staffel ja auch. Also jeder Einzelne hat hier dann nochmal kurz so zusammengefasst, was das für ihn war. Also für Max Giesinger war es die beste Zeit ever. Ist halt auch schwer in 3 Worten.
Für Nico Santos war die Zeit einfach unbeschreiblich magisch. Dann haben wir hier Ilse. Einfach nur geil. Motrip. Einfach nur unnormal. So einfach, haben irgendwie recht viele gewählt. Geilste Gartenparty ever, sagt Jan Plewka. Und Lea findet, es war die schönste Zeit überhaupt. Und wen haben wir noch? Michael Patrick Kelly, der Gastgeber, unnormal krass schön. Okay. Und dann hier nochmal ein Foto. Okay. Dann gibt es die Danksagungen. Und dann natürlich die umfangreichen Credits. Also hier ist einiges los. Ist ja auch klar, weil es einfach so viele Songs sind und die von so vielen verschiedenen Leuten dann irgendwie geschrieben oder produziert wurden und dann von natürlich den anderen, den Gastmusikern quasi neu interpretiert wurden. Dementsprechend die Credits sehr umfangreich. Gut, hier haben wir auch noch ein paar Credits zu Artwork und Fotografie und den leeren Pickup hier auf dieser einsamen Straße. Gut, packen wir wieder rein. Wir kommen zu den CDs. CD Nummer 1, die sieht so aus. Mit einem Mikrofon, liegt hier vielleicht auf der Motorhaube oder auf irgendeiner metallischen Oberfläche zumindest. Dann haben wir die CD 2, hier wieder das Coverfoto mit allen Teilnehmern vor dem Auto. Und die dritte CD, auch hier wieder das Auto mit drauf, CD 3. Jawohl! Das war's zum Album. Nachdem wir hier hinten einen Barcode haben, also man kann das Album in dieser Deluxe Edition meines Wissens auch so kaufen, nicht nur in der Box, sondern diese 3-CD-Variante gibt es natürlich auch so ohne Box zu kaufen. Dann haben wir die DVD. Hier hat man leider den FSK 0 Sticker drauf gedruckt, also den kann man hier nicht wegmachen. Also es ist ein Aufdruck, kein Sticker. So, das sind die Duette, 8 Stück an der Zahl. Wurden hier auf DVD festgehalten. So sieht die aus. Und dann kommen wir zu den Fotokarten. Wir haben hier natürlich von allen Teilnehmenden auch noch eine Fotokarte. Bedeutet die einzelnen Porträtfotos hier im Hochformat. So sieht das aus. Auf der Rückseite klassisch in diesem Postkartenformat gehalten. Also hier in so einem Brief, in so einem Postkartenlayout. Als nächstes kommen wir zum Poster. So, das dürfte recht groß sein, ja. Also ich glaube, das ist ein A1 Poster, wenn ich es jetzt richtig erkenne. Und zwar haben wir hier auch wieder, wenig überraschend, das Coverfoto. Also alle 7 hier wieder mit diesem Auto hier abgebildet. In dieser schönen Landschaft Südafrikas. Darüber lesen wir wieder Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Und das Ganze in diesem Fall eben im Hochformat. Und auf der Rückseite ist das Ganze in Weiß. Bedeutet, das Poster ist einseitig bedruckt. Gut, wir kommen zum vorletzten Boxinhalt. Und zwar kommt er hier in einem kleinen Schächtelchen, der ist auch wieder gebrandet, hier dieser kleine Karton. Okay, hier lesen wir noch Digistar, oder Digistore lesen wir hier, Digistore Deutschland GmbH. Geht hier oben auf. Und dann schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Also, zum einen haben wir hier eine kleine Info, eine Gebrauchsanleitung. Dann haben wir hier so zwei paar von diesen Kunststoffteilen, also von diesen Aufsätzen, die man dann drauf macht und entsprechend für die Ohren dann hat. Ein Kabel zum Aufladen hier mit USB-Anschluss und dann hier so ein kleines Döschen, das komplett in Schwarz ist, hier oben dann noch mit Sing meinen Song gebrandet und so sieht das dann innen aus. Also wir haben hier so ein kleines Etui. Und so Aussparungen in der einen der linke und in der anderen der rechte Kopfhörer. Also die kann man dann hier entsprechend ins Ohr machen. Und wir haben eben auch noch
zusätzlich diese zwei anderen Kunststoffpärchen hier, diese vier Teile, um das entsprechend auszutauschen oder anders zu machen. Und ich sehe schon, hier lädt scheinbar gerade was. Also wir haben hier wirklich dann auch ein Licht, das uns verrät, wie es ausschaut mit dem Akku, mit der Energie. Und jetzt genau hier auf der Rückseite haben wir dann den Anschluss. Bedeutet, Kabel rein, dann mit dem USB-Anschluss, je nachdem an euren Laptop, PC oder an einen Adapter. Und dann kann man diese Box hier laden und damit natürlich auch die Kopfhörer hier laden. Hier lesen wir auch noch L und R, dass man da nicht durcheinander kommt, links und rechts. Und dann kann man hier wunderbar kabellos Musik genießen. Und zum letzten Boxinhalt kommen wir hiermit. Und zwar haben wir hier ein weißes Büchlein, ein Fotobuch. Ist hier so im Hardcover, Volume 7. So sieht das aus, die Logos nochmal. Und dann schauen wir mal rein. Jawohl, also wir haben hier eine umfangreiche Widmung, also so eine Einleitung zum Buch. Dann die einzelnen Interpreten mit einem kurzen Q&A, also hier wurden so Fragen gestellt, was das für sie war und was sie da so mitgenommen haben, wie die Zeit für sie erlebt wurde. Das ist hier dann handschriftlich beantwortet. Dann haben wir hier noch eine kurze Info über Max Giesinger und seine Releases. Fotos. Dann geht es hier weiter mit Nico Santos, der ja auch vor kurzem sein Album rausgebracht hat. Dann haben wir Ilse. Das ist auch spannend von den Genres, weil Ilse ist eher so aus dem Bereich Country. Dann haben wir hier Motrip, der ja klar so Deutschrap ist. Also die einzelnen Genres, die hier so immer aufeinandertreffen. Das ist immer ganz spannend. Dann hier Jan Plewka. Genau, das ist seine Band Selig. Weitere Fotos, dann Lea. Die ist ja solo unterwegs, also als Solokünstlerin, als Sängerin ohne Band. Michael Patrick Kelly kennt man, glaube ich, auch. Und dann kommen wir zu dem Gruppenfoto. Aber ich denke mir gerade, hier fehlt Ilse scheinbar. Okay, eventuell war sie irgendwie an diesem Tag krank oder gerade nicht erreichbar, was auch immer. So, dann hier noch ein Koffer mit dem Mikro und hier dann noch so Fotos von hinter den Kulissen. Also hier sieht man, wie die sieben da Musik gemacht haben, wie sie hier beim Abendessen sitzen. So, hier auch nochmal kurz Credits und das war's. Also dieses Fotobuch hat insgesamt 60 Seiten. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Fotobuch hier, 60 Seiten im Hardcover. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die Fotokarten von allen Künstlern hier im Hochformat. Dann die Bluetooth-Kopfhörer, die kommen hier in dieser Dose mit Ladekabel und diesen Ersatzteilen für die Ohren. Die DVD, die kommt hier in der Papphülle, darauf sind die Duette aufgezeichnet. Und natürlich das Album an sich im Digipack in dieser Deluxe Edition mit 3 CDs und insgesamt 50 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Sing meinen Song, das Tauschkonzert Volume 7. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sing meinen Song, das Tauschkonzert unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.